Das Lebensgefühl der 90er in Deutschland. Das beste Jahrzehnt aller Zeiten. Könnte man schon sagen, dass die 90er Jahre vielleicht das letzte große hedonistische Jahrzehnt waren. Viva befindet sich auf seinem absoluten Höhepunkt. Widersacher MTV will da nicht tatenlos zusehen. Der Kampf wurde härter zwischen MTV und Viva. Das war nur der Anfang der Krise. Und der Retter in der Not entpuppte sich als quälender Albtraum. Weil es ultra genervt hat. Und dann gab's Ärger. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Das Jahr 2000. Es sollte ein großer Wendepunkt werden. Die ganze Welt wartete fröhlich und mit Spannung darauf, was das neue Jahrtausend wohl so bringen wird. Ich konnte Ihre Frage eben nicht so ganz richtig verstehen. Unser neuer Track heißt Fuck the Millennium. Und es veränderte sich einiges. Quasi über Nacht. Plötzlich konnte man Menschen rund um die Uhr beim Leben im Fernsehkäfig zuschauen. Castingshow JurorInnen erklärten Menschen zu Superstars und stellten neue Retortenbands zusammen. Die kritischen Geister schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Denn dieses neue Jahrtausend war definitiv anders als alles zuvor. Soeben erreichen uns folgende Informationen aus dem World Trade Center in New York. Ich kann mich wirklich glasklar an den Moment erinnern, wo im Fernsehen gezeigt wurde, wie der zweite Turm zusammenbricht. Ich habe dann versucht, Stefan zu erreichen und zu sagen, ey, hier passiert gerade echt was Weltbewegendes. Letztendlich habe, glaube ich, mich tatsächlich einfach ganz schnell entschieden zu sagen, wir können jetzt nicht so Kirmes-Techno und gute Laune laufen lassen. Dann haben wir uns schnell entschieden zu sagen, wir machen einfach schwarz, weil es quasi das Passendste ist. Stille und keine bunten, lustigen Bilder. Das fand ich unpassend an dem Tag. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen dreistündigen Interaktiv-Spezialsendung. Tag am Mittwoch, den 12. September 2001. Gestern war ein sehr geschichtlich harter Tag für alle, würde ich sagen. Also ich denke schon, dass Viva eben, ja, genauso wie die gesamte Gesellschaft mit dieser Situation absolut überfordert war. Dass man plötzlich eben realisiert hat, nein, wir leben nicht in so einer friedlichen und freien Welt, wie wir uns das eigentlich die ganze Zeit gedacht haben. Nun hat Viva selbst immer gesagt, also so ein bisschen in der Viva-DNA war, dass Viva nicht politisch ist. Hier ist Spaß, Punkt. Dann kam der 11. September. Natürlich war jeder politisch, weißt du, das irgendwie, da war Angst im Raum. Ihr könnt mit uns chatten, ihr könnt untereinander euch unterhalten, was ihr dazu denkt, was eure Gefühle sind. Und wir öffnen unsere Herzen sozusagen für euch. Mein Onkel hat halt im World Trade Center gearbeitet. Oh. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, du hast noch gar nichts gehört? Nein, noch gar nichts. Ich hoffe, es war naiv und verantwortungslos auf der einen Seite. Aber im Nachhinein, glaube ich, sind wir diesem Sprachrohrthema gerecht geworden. Wir waren ja auf Augenhöhe mit den Zuschauern. Es tut einfach gut zu reden. Und deshalb war es okay, dass wir das gemacht haben. Der 11. September war natürlich eine Zäsur. Er hatte extreme weltpolitische Folgen. Den Krieg gegen den Terror, später dann den Afghanistan-Krieg und den Irak-Krieg. Seit ungefähr 3:30 Uhr morgens heute ist jetzt der Krieg, den sich keiner gewünscht hat, der aber irgendwie erwartet war, eingetreten. Es beendete natürlich insofern auch das Zeitalter, was ja dann oft auch die Spaßgesellschaft genannt wurde. Ja, die hedonistische Lebensweise vieler Menschen. Natürlich mit so einem Ereignis war es nicht mehr möglich, jetzt irgendwie rumzuscherzen. Wir wollen, dass ihr eure Meinung hierher bringt. Wir wollen einfach quasi nur ein Forum sein für euch. Ich habe Angst, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt und dann der dritte Weltkrieg ausbricht.
diesen Tagen war die grausame Realität stärker als der Sender. Aber Viva blieb natürlich Viva, reagierte mit bunten Friedensaufklebern, die wir Sendergesichter in der Fußgängerzone verteilten. Viva für Frieden, Love and Peace. Viva liebt dich, obwohl parallel zu den düsteren Ereignissen in der Welt auch über dem Sunshine-Sender dunkle Wolken aufzogen. Auf den groß angekündigten Börsengang folgte nämlich kein erwarteter Cash-Out. Zeitgleich stand das Ende der kleinen Indie-Schwester Viva 2 bevor. Wir sind so hardcore, hardcore, hardcore heute. Markus bleibt mein Lieblingsmoderator, sogar noch vor Karl Moik. Wo wir uns gerade schon mal so schön selber feiern hier in der letzten Sendung. Das ist ja grauenvoll. Did you just say fucking? Yes. Irgendwann kam der große Bang und der hatte tatsächlich dann eben doch auch mit der Vermarktbarkeit zu tun. Irgendwann wurde entschieden, dass dieser Sender nicht genug Geld macht. Die Werbeeinnahmen gingen zurück. Ja, und wir buchen doch Werbung. Aber es war dann halt wirklich nur Werbung für Mühe. Ja, für Kleingeld. Dann fing eben dieses Rumgemäkel an Viva 2 an. Ja, alles so im Schatten des bevorstehenden Börsengangs. Das hat mich wirklich frustriert. Aber das Programm war gut. Es wurden ja auch Live-Konzerte mitgeschnitten. Und wenn das da lief, dann sind da plötzlich mehr Leute zu den Konzerten gekommen. Aber wenn ein Börsengang ansteht, dann sind natürlich auf einmal andere Qualitäten gefragt. Dann geht es nicht mehr um feuilletonistisch gutes Fernsehen. Dann geht es nicht mehr um die Coolness einer Marke, sondern geht es einfach um Dollar. Und an der Stelle, und das muss man dann einfach auch so festhalten, war Viva 2 zu der Zeit einfach nicht profitabel. Was hat es eigentlich mit diesem Viva-Börsengang auf sich, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist? Der passierte im Jahr 2000 im Rahmen einer großen Vision. Viva wollte vom Musiksender zum Medienkonzern werden. Ich weiß noch, dass Gorni dann große Rede gehalten hat, wie sehr sich das Ganze auszahlen wird. Und ich habe das meinen Eltern erzählt und die haben sich Viva-Aktien gekauft. Der Börsengang war eigentlich der Deal, um zu sagen, wenn das Unternehmen in diesem Zuge in die Freiheit geht, dann kann es Kapital sammeln und kann damit Expansion betreiben. Krachte nur leider in die erste große Dotcom-Krise rein, also in den Zusammenbruch des neuen Marktes. Starke Kurseinbrüche in New York. So stark eingebrochen wie schon lange nicht mehr. Für meine Eltern auf jeden Fall ein großes Minusgeschäft. Von 15 Euro haben sie nur 1 Euro gekriegt. Ja, es tut mir jetzt noch leid. Entschuldigung, Mama und Papa. Ich glaube, ohne Börsengang hätte Viva 2 noch eine ganze Zeit lang entstehen, weiterlaufen können und weiter wachsen können. Was uns dann aber überrascht hat, dass es wirklich sehr, sehr wenige Leute waren, die Viva 2 geguckt haben, so in Relation. Aber die es geguckt haben, die waren Fans, die waren mit Feuer und Flamme dabei. Und die es gemacht haben, für die gilt es auch. Abschied von Viva 2. Abschied von Viva 2. Es ist aus. Viva 2. Goodbye. Goodbye. Und noch ein Abschied steht an. Mit Alex Bechtel verlässt eine Viva-Moderatorin das Mutterschiff, die seit Tag 1 an Bord war. Ihr müsst dranbleiben, ihr müsst dranbleiben. Wenn du selber merkst, was die Backstreet Boys jetzt machen, ne? Ist mir jetzt eigentlich auch so ein bisschen egal. Ich habe gemerkt, ich bin Pop und Jugend entwachsen und bin selbst gegangen. Und ich habe immer noch in meinem Herzen die gute Zeit. Das war großartig und ich bin dankbar, dass ich es erleben durfte. Ich sag Tschüss. Aber jeder Abschied ist auch ein neuer Anfang. Viele neue VJ-Gesichter stoßen zum Sender. Nova Meyer-Henrich. Das ist die Sarah Kuttner. You're my butterfly, sugar, baby. Janine Uhlmann. Schön, dich zu sehen. Und Jessica Schwarz. Oh Gott. You like eating? Pooping. Yeah. Und dann kam ich. Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Mein allergrößter Lebenstraum geht in Erfüllung. Nach Jahren vor dem Fernsehgerät, dass ich endlich mal selbst
das Viva-Mikrofon halten. So, Freunde, gründliche Körperhygiene hat noch keinem geschadet. Und das war wirklich ein unfassbar großer Moment für mich. Ich habe wahnsinnig viele Bilder gemacht mit mir und dem Mikrofon. Und vor allem habe ich es meinen Eltern gezeigt. Die haben nämlich zu mir gesagt, für Viva bist du doch gar nicht flippig genug. Sieht Colleen auch so gut aus. Gleichzeitig mit mir im Jahre 2003 fing sie an. Als Schülerin ohne Erfahrung vor der Kamera kam sie zum Casting, weil es dort ein Handy zu gewinnen gab und weil ihre Schwester sie überredete. Ihr werdet auch gut unterhalten und ich werde heute Mola zur Seite stehen. Niemand, also wirklich kein Mensch auf der Welt schafft so viele Wörter pro Minute wie sie. Sie war das Aushängeschild von Viva. Gülcan. Hey Leute! Hallöchen, Puppelchen! Da bin ich wieder! Eure scharfe Maus aus Mexiko! Na ihr? War auf Schweinerei? Wir waren gefühlt nonstop einsatzbereit für Viva. Ich bin aufgeregt, meine Weggefährtin nach so langer Zeit wiederzusehen. In Köln. Genau da, wo früher Viva saß. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, nicht ganz Jahre. 10 Jahre. Oh, vielen Dank. Ein Drink. Was trinkst du da? Es ist ein Energy Drink. Du weißt doch, was ich trinke. Das kann nicht sein, Colleen, dass du das seit 20 Jahren immer noch trinkst. Ja, komm. Krass. Ich hatte das Gefühl, dass so ziemlich alle Sendungen an uns beiden hängen blieben. Und wir hatten wirklich so Tage, da haben wir um 9 Uhr morgens in der Maske gesessen. Ja. Am Mittag waren die Live-Sendungen und am Abend waren Wiederaufzeichnungen. Viva und ich waren einfach zu einer gewissen Zeit, das war wie verheiratet. Wir waren eins. Ich habe ganz oft auch 7 Tage die Woche durchmoderiert. Also rein arbeitsrechtlich war das teilweise schwierig, was man mit uns gemacht hat. Hallo Party People! Hallo liebe Leute! Kennst du Tokyo Hotel? Keine? Bei anderen Sendern oder in der heutigen Zeit würde man ja eine Art Vorlauf bekommen oder Coaching oder irgendeine Vorbereitung. Wir sind einfach hin zum Sender. Wir haben angefangen und es wurde direkt live gesendet. Gülcan war jung, die war total nett. Sie ist auch total unverblümt daran gegangen. Gülcan muss man auch nicht lange drüber nachdenken. 3 Sekunden, ich wusste dieses. Ich habe ihre erste Moderation gemacht und sie meine letzte. Bist du bei uns Co-Moderation? Genau, jetzt erstmal eine Woche. Für immer. Wer weiß. Lass dir nichts erzählen. Die haben mir gesagt, auch nur für eine Woche. Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier. Die war einfach nervös. Einfach süß. Da haben wir dann gesagt, ja, komm, bleib bei mir, mach dir keinen Kopf, ich bin da. Mola hat einfach so die Energie und die Aufregung rausgenommen. Er hat gesagt, du, sei einfach du selbst. Mola war einer der Moderatoren, der, ich glaube, der hat 12 Jahre moderiert. Ich bin mit Britney Spears zusammen. Gefühlt war, glaube ich, Mola immer da. Mola Adebesi war zu einer bestimmten Zeit einer der 10 coolsten Deutschen. Tschüss! Mir war aber auch klar, dass das nicht immer und ewig so geht. Heute kann man darüber sprechen. Es gab eine 10 Jahre Viva-Sendung. Für mich war ganz klar, dass ich die moderiere. Und dann hat dann Sarah Kuttner das dann moderiert. Herzlich willkommen zu unserer großartigen, vor allem einmaligen 10 Jahre Viva-Show. Die Kuttner ist gerade mal 2 Jahre hier. Und da war ich ziemlich sauer drüber. Er sagt ja, und am Ende machen wir noch ein Interview mit Mola. Ich sage, können wir mal anstellen, ich komme gar nicht. Heute ist er so bettlägerig, dass er nicht heute hier sein konnte. Nee, Mola hat's verdient. Hallo Mola, jetzt zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Hi Mola. Und dann danach gab es das Gespräch. Mola, ja, vielleicht ist er der Zeitpunkt gekommen und so. Da sage ich, ja, okay. Da war ich auch recht gefasst. Und dann habt ihr mich abgespeist mit einem Blumenstrauß. Ich hab die Blümchen mitgebracht. Den ihr irgendwo auf hektisch noch geholt habt, damit das nicht ganz doof aussieht für euch. Dafür, dass ich 10 Jahre da war, dass ich diesen Sender aufgebaut habe mit, war das schon ein schäbiges Ende. So, der legendäre Moment ist da. Mola Adebisi hört auf, bei Viva TV zu arbeiten nach 10 Jahren. Aber the show must go on. Das letzte Viva-Archiv. In diesen Tagen stieß ein zivildienstleistender Jungspund zum Sender, dessen Talent sich schon bald zeigen sollte. Mit ihm habe ich immer am liebsten moderiert, weil er sich immer so gut Sachen merken konnte. Und man wusste einfach immer, okay, wenn ich hänge, er kann es immer retten.
In der Marktforschung hat er leider nur 3 Punkte für seine Frisur bekommen. Und das, obwohl er eigentlich gelernter Friseur ist, also eine absolut bodenlose Frechheit. Dabei ist er eigentlich angetreten, um Deutschlands bekanntester Fernsehentertainer zu werden. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Guten Tag, Klaas Verlangen. Dann soll mal los, komm. Der Weg nach oben ist lang, ja? Als ich da hinkam, da wart ihr für mich alle Stars. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ihr wisst genau, wie der Hase läuft. Einen wunderschönen guten Tag. Das war die einzige Schuhe, die ich hatte. Ich hatte eine rote Chucks und das waren die einzigen Schuhe, die ich hatte. Hattest du nie so völlige Moderationskatastrophen? Nena steht hinter der Bühne. Sie sieht in einem kleinen Monitor unter anderem einen Trailer für die Sendung abends. Und in dem Trailer sagt Sarah, ach, ich freue mich, heute Abend kommt Nena. Die ist übrigens sehr alt, sieht aber sehr jung aus. Das hat Nena praktisch als letzte Information mitbekommen. Und ich dann sage, hier ist Nena. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ich bin schon sehr alt, aber ich sehe sehr jung. Ich bin klar, ich bin sehr jung, ich sehe aber schon relativ alt aus. Ja, ja. Dann hätten wir das doch schon mal geklärt. Die war super sauer und ist dann aber nach der Sendung abgehauen, ist abends nicht zu Sarah gekommen. Dann hat Sarah mich angerufen und hat gesagt, ja, Nena ist weg. Du hast doch alle Infos zum neuen Album und sowas. Kannst du nicht als Nena Medium kommen? Ich bin extrem konzentriert. Ich einfach Umlauf als Nena. Wo ist denn der größte Unterschied zwischen der Nena damals und der Nena heute? Ich bin viel, viel mehr Familienmensch, noch immer mehr geworden, weil man in diese Rolle als Mutter auch erstmal reinwachsen muss. Und dann haben wir uns praktisch albern da so hineingearbeitet. Und dann gab es Ärger. Nena. Hm? Kannst du nicht so dicht mit der damals? Kamera? Danke. Entschuldigung. Die haben, glaube ich, ein Werbeetat von 100.000 Euro gekürzt deswegen. Da bin ich fast rausgeflogen. Ich habe eine Abmahnung bekommen. Ja. Interessanterweise wusste ich relativ schnell, hier darfst du jetzt nicht zu alt werden. Ja. Weil das war, glaube ich, auch oft das Problem von vielen Leuten, die dann bei Viva waren. Die haben dann gedacht, so, ich bin jetzt hier Viva-Moderator, so fertig. Der Viva-Vertrag ist eigentlich eine Arbeitsaufforderung. Und das haben viele so nicht verstanden. Das war mir zum Glück klar. Hast du das mitbekommen? Die hätten dich fast rausgeworfen. Nein, wann war das? Du hast richtig mies abgeschnitten, ja? In der Marktforschung. Ach, zum Glück habe ich das nicht mitbekommen. Interessant, ne? Was man alles so nicht schnallt. Ne? Die haben so Profile von uns erstellt. Einer war Sporty Spice und der andere war Posh Spice. Und dann musste man dieses Profil auch erfüllen. So, und das ist natürlich total heftig. Dann hieß es immer, wenn ich als Frau ironisch bin, dann käme das zickig rüber. Versteht das keiner, ja. Und deswegen soll ich das lieber lassen mit der Ironie. Was war da wieder los bei dir mit den kleinen blauen Pilzchen? Das weiß ich auch nicht. Brauchst du das überhaupt? Geht's nicht von alleine? Ich habe sogar einmal eine Doppelmoderation gehabt, wo sie gesagt haben, wir würden deine Texte, die du geschrieben hast, lieber dem männlichen Moderator geben. Weil der so mit seinem Bart und so ein kerniger Typ, da passt das eher, wenn der ironisch ist. Also ich habe immer gesagt, ich komm nicht mehr, mir reicht's, ich gehe. Muss man schon sagen, du hast da unfairerweise andere Kämpfe kämpfen müssen. Ich glaube, ich hatte mehr Freiheiten als du. Dann gab es eine Zeit lang halt so Typen wie Nils Ruf, wo man immer genau wusste, that was one too much. Apropos one too much, wie war denn dein Blick auf Olli Pocher? Naja, Olli war damals, als ich angefangen habe, halt ein Riesenstar schon. Hier steht Einspieler Olli Pocher. Ich befürchte Schlimmstes. Wer ist dein Typ? Sag jetzt nichts Falsches. Dann rufe ich dich mal an nachher. Ostarimo. Oder Bundesrepublik. Ich habe überall, wo es irgendwo die Möglichkeit gab, vor einem Mikrofon irgendwas zu machen, habe ich die Chance genutzt. Das ist ja bei mir das Gute, so als alter Zeuge Jehovas, macht ja so eine Zutür, macht dir ja nichts aus. Da sagst du, alles klar, wir sind in 4 Wochen wieder da. Und so war es dann auch beim Fernsehen. Ich hatte keinen Plan, anders als jetzt ein Oliver Pocher, der gesagt hat, ich möchte eigentlich Comedy machen. Der ist als Sprungbrett verstanden. Das war damals sein Katapult. Ne? Der wusste schon, was er wollte und das hat er sich dann da genommen. Ne? Mir wurde versprochen, ich bekomme einen ganz tollen Moderator, Olli Pocher. Ach du Scheiße. Moderator. Colin, wofür erklärt man dir irgendwelche Sachen? Dann also, musst du auch die Sätze so grammatikalisch formulieren. Was hab ich denn gesagt? Mit Olli Pocher zu moderieren war Level 10.
Ja, der war da halt der King of Kotlet da, ne? Ist man ja auch hier gar nicht gewohnt, dass einer mit Schulabschluss hier reinkommt, ne? Kollege Pocher, was haltet ihr von dem? Ich glaube, dass er ein wirklich guter Mensch ist. Ich kann nur nicht leiden, was sein Beruf ist. Ich finde, dass er das nicht gut macht. Klar, mach doch noch einen Dönerwitz, wenn es um Gülcan geht. Wenn Leute erstmal sagen, ja, das bitte nicht machen, dann ist für mich erstmal die Frage, warum eigentlich nicht? Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, seit 25 Jahren hier noch stehe. Das ist auch der Grund, warum Leute Sachen von mir blöd finden, also weil ich mich polarisiere. How much is the fish? Du hast dann ja auch Acts gehabt, die ja gar nicht selber gesungen haben, was du natürlich wusstest, und es hieß, bitte nicht live singen lassen. Und das habe ich ja gerne auch mal auflaufen lassen und gesagt, so, sollen sie nicht mal den neuen Song live singen? Gar nicht. Das ist ja Betrug. Du hast ja gar nicht gesehen. Wir mussten uns immer beweisen. Wir mussten überall, haben wir ja a cappella gesungen. Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir es so geil fanden, sondern weil wir immer wieder beweisen mussten, dass wir singen können. Ach, Retortenband, ach, die können doch nichts. Ich habe mich nie als moralische Instanz gesehen. Klar, irgendwie gibt es ganz normale Regeln, an die wir uns halten sollten. Aber das war nie meine Aufgabe, irgendwie der Gutmensch zu sein. Das können Joko und Klaas gerne machen. Olli, Klaas, Gülcan und ich. Viva war Anfang der 2000er mit einer Front an unterschiedlichen neuen Gesichtern aufgestellt, die den Sender erfolgreich repräsentierten. Doch während Viva on Screen wie eh und je gute Laune verbreitete, stürzte das Internet die gesamte Musikindustrie in eine tiefe Krise. Die CD-Verkäufe brachen ein, denn plötzlich konnte man Musik kostenlos illegal aus dem Netz ziehen. Dann muss man sagen, dass die Musikindustrie sehr naiv war, arrogant war und überzeugt war, dass diese fetten Jahre nie aufhören werden. Die Musikindustrie war ja mehr oder weniger am Implodieren. Die ganzen Plattenverkäufe wurden weniger und da hat die gesamte Musikindustrie schon einen krassen Einbruch gemacht. Und man hat das unterschätzt. Man hat einfach damals das Internet unterschätzt und das hat ja nicht nur Viva unterschätzt, das haben ja alle unterschätzt. Die Krise hatte auch für den Sender Konsequenzen, denn er konnte sein altes Versprechen an die Plattenfirmen nicht mehr halten. Was auf Viva läuft, wird ein Kassenschlager. Der Erfolgsfaktor von Viva war, du bist eine Woche auf Interaktiv und dann bist du Top 10, weil du so und so viele CDs verkauft hast. Und mit diesen verkauften CDs hast du sehr viel Geld verdient. So sieht sie aus, die neue CD. Die Single. Was gibt es denn? Du hast aber plötzlich keine CDs mehr verkauft. Also bringt dir diese Woche auf Interaktiv auch nichts mehr. Und das hieß natürlich für die Sender, wir müssen da vielleicht auch strategisch ein bisschen umdenken und schauen, dass wir uns nicht nur auf Musik und die Musikindustrie als Werbekunden fokussieren. Ding, 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 ding. Klingelton. Ding, 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 ding. Ich fühle das noch, ja. Verfolgt mich bis heute in Albträumen. Diese Klingeltöne immer wieder. Ja, das war die Hölle. Niemand bei den Sendern fand das toll. Das war ein reines Marketing-Tool, um irgendwie was Neues zu versuchen, um Musik an den Konsumenten zu bringen. Wenn die schon keine CD-Singles mehr kaufen oder so, kaufen sie halt Klingeltöne. Was ja denn für mich persönlich betrachtet eigentlich zum Untergang von Viva führte, dieser Klingelton-Wahnsinn. Ich glaube, das war keine smarte Entscheidung, jeden Werbeblock mit diesen Klingeltönen zu füllen. Weil dann haben die Leute einfach nicht mehr angefangen, diesen Sender zu schauen, weil es ultra genervt hat. Und so wurde das Musikfernsehen in den Nullerjahren mehr und mehr überflüssig. 2005 kam YouTube auf den Markt und es war nicht mehr so nötig, sozusagen, sich Musikfernsehen anzusehen. Es war einfach so, dass man sich Musikclips dann nicht mehr im Fernsehen angeschaut hat. Und das hat eigentlich das Rückgrat von Viva zerstört. Und Viva hatte noch ein Problem. Die neue Generation zieht weiter. Peu à peu verlassen die Galionsfiguren den Sender. Ich brauche was Neues, ich möchte was anderes. Und das war irgendwann nach 5 Jahren. Und ich habe dann gemerkt, der Sender kann mir das jetzt gerade gar nicht bieten. Und dann haben wir uns fast so, ja, also wir haben sich nämlich getrennt. Tatsächlich, aber es war ein trauriger Moment, weil wir gemerkt haben, oh mein Gott, wir müssen, ich bekomme jetzt total die Gänsehaut, weil ich das so komisch finde. Ich so, oh Gott, wir müssen uns jetzt trennen. Ja. Wie geht's dir, wenn du heute an Viva denkst? Oh Gott, ich finde das so komisch gerade. Diese Trennung? Ja. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, sorry. Aber also du bist rausgegangen und hast gewusst, und wir haben gesagt, das war's einfach.
Aber das war ein ganz komischer, trauriger Moment. Ich konnte mich noch eine ganze Zeit nicht vom Sender trennen und habe live miterlebt, wie auch hinter der Kamera das Viva-Personal abwanderte. Und zwar zum Konkurrenten. Das MTV-Angebot anzunehmen, hatte viel mit Frust zu tun. Ja. Ich erinnere noch das Gespräch, als ich Dieter gesagt habe, dass ich kündige. Er hatte da gerade keine Zeit, weil auch wieder Börsengang. Also musste ich es ihm telefonisch mitteilen. Ja. Und ich wurde dann befördert. Emma Gieglinger hat einen Teil versucht, der Moderatoren mitzunehmen. Ein paar hat er mitgenommen. Elmar hat gemeint, Markus, könntest du dir vorstellen, mit zu MTV zu kommen, mit mir? Wie so ein Vampir hat MTV sich alle, die irgendwie Potenzial hatten, bei Viva rausgesaugt und zu MTV rüber verfrachtet. Ja gut, Namen allerseits bei MTV Rockzone. Das war ja auch im Gespräch, dass Nils Ruf dann auch zu MTV kommt. Charlotte sollte nachkommen. Da musste Dieter Gorni ordentlich Geld draufpacken, damit die nicht auch zu MTV gegangen sind. Das kam in Köln gar nicht gut an. Kann ich auch nachvollziehen. Das ist MTV. Bei MTV war meine Vision, ein MTV wieder cooler zu machen. Damit aber Viva zu schlagen. Also hat man natürlich auf dem Markt auch versucht, Mittel und Wege zu finden, seinem Konkurrenten zu schaden. Und einer dieser Entscheidungen war, dass die MTV-Vermarkter irgendwann angefangen haben zu sagen, die erzählen immer, die erreichen die Leute, tun die gar nicht. Die erreichen ja kaum Leute, guck dir mal die Quoten an. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Werbekunden auf Viva zugekommen sind und gesagt haben, also eine hohe Einschaltquote habt ihr ja nicht. Dann zahlen wir euch auch nicht mehr so viel Geld wie vorher. Und mit dem Move hat MTV natürlich Viva sehr geschadet. Und der Kampf wurde härter zwischen MTV und Viva. Das Endergebnis davon wissen wir. Das kleine gallische Dorf wurde gekauft vom römischen Empire. Wir haben es angeteased, immer wieder. Und dann war es da. Das Ende. Die Anteilseigner von Viva sahen im bisherigen verlustreichen Businessmodell keine Zukunft mehr. Der Sender und seine Anteile, da klingelte ordentlich die Kasse, wurden an den Meistbietenden verkauft. Viva wollte gekauft werden. Viva stand wirtschaftlich nicht wahnsinnig gut da. Viva war mit verschiedenen Interessenten im Gespräch und einer der Interessenten war Viacom, sprich MTV, wenn man so will. Als Viacom Viva aufgekauft hat, das war ein harter Moment. Das Alleinstellungsmerkmal von Viva war ja die Emanzipierung von MTV. Und dass MTV dann letzten Endes Viva geschluckt hat, war schon sehr traurig. Nachdem der Sender 2004 in die Hände von MTV gelangte, brach er ein Jahr später seine Zelte in Köln ab und wurde ans MTV-Haupthaus in Berlin gebunden. Viva rutschte in die Bedeutungslosigkeit ab. Formate wurden eingestellt, Werbung hochgeschraubt und irgendwann teilte man sich den Sendeplatz mit Comedy Central. Das war ja kein Sterben, das war ein Siechen. Das war richtig nur noch so halbtot in der Ecke liegen, bis dann wirklich auch kein Tropfen Blut mehr durch die Adern fließt. Also wirklich, ich finde nicht, dass das ein würdiger Tod war. Für mich war Viva immer Köln. Als Viva nach Berlin gegangen ist, war es irgendwie weg. Was irgendwie immer toll war und immer schön war in Köln, auf einmal ist das alles irgendwie weg gewesen. Wollt lieber zu MTV? Nee, zu Viva, nicht zu MTV wollen wir gar nicht. Mittlerweile können wir ganz offen die Sender nennen, wir sind ja praktisch eine Familie. Besonders trostlos fand ich die allerletzte Sendung, die es bei Viva gab, 2018. Wir sind tatsächlich das letzte Mal zurück hier bei Viva. Als irgendwie so ein paar Leutchen da saßen und dann irgendwann Luna in der Ecke performt hat. Man sich halt dachte so, das ist jetzt draus geworden. Jetzt einfach den Laden dicht machen. Ich, auf Viva sehen. Auf Viva sehen. Die Fantastischen Vier waren das erste Musikvideo auf Viva. Wir fangen zusammen an, wir hören zusammen auf. Der letzte Song auf Viva, zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Als ich dann wusste, jetzt in diesem Moment macht der Sender dicht, ich hab so geheult.
ich habe so um Viva getraut, weil einfach, oh Gott, ich muss auch, weil man einfach so viel mit diesem Sender verbindet. Ja, das ist habe ich überhaupt nicht erwartet. Was ist los? Dieses Viva, es bestand aus Menschen. Und die sind heute überall. Sie mischen im großen Fernsehen mit. Und auch wenn der Sender starb, der Viva Spirit ist niemals tot zu kriegen. Man hat mit 1000 Leuten eine Geschichte, weil die alle Viva geguckt haben. Eine ganze Generation hat das geguckt. Wir liefen in Kaufhäusern, an Bahnhöfen, in Fitnessstudios. Dass die Leute irgendwie nach der Schule sofort den Fernseher angemacht haben und sich Viva angeguckt haben, weil sie da alles mitbekommen wollten. Und sowas hat ja einen Einfluss auf Leute. Man hat sehr, sehr früh gemerkt, dass man da Teil von etwas Historischem ist. Alle sind wie drauf hängen geblieben. Alle so, oh, alle geraten ins Schwärmen. Das war once in a lifetime, das wird es so nicht mehr wiedergeben. Geschichten, die man sich zu erzählen hat und die Partys, die man gelebt hat. Und wer hat eigentlich ins Two-Rock-Büro geschissen? Ich fand's total geil, dass so eine Art von Anarchie im Fernsehen möglich war. Dieses Anarchische kann man, glaube ich, auch nicht so programmatisch sich erhalten, sondern entweder ist es da oder nicht. Ich persönlich vermisse das. Ein ernsthaftes Interview mit einer Künstlerin irgendwo in einem versifften Backstage. Viva konnte halt machen und es wurde nicht in Quotenerfolg oder Misserfolg eingeteilt. Für mich war es nicht nur Kommerz oder Plattenverkaufen, für mich war es auch etwas vom Herzen. Eine Sache, die ich wirklich bei Viva gelernt habe, volle Kraft voraus, Fehler zu machen. Zehrst du noch heute von der Zeit bei Viva? Immer, jeden Tag. Jeden Tag? In jeder Sendung, die ich mache. Ich habe keine Angst, dass was schief geht. Und das liegt daran, das liegt an dieser enormen Ausbildung. Die deutsche Musiklandschaft hätte sich ohne Viva so mit Sicherheit nicht entwickelt. Dieses kulturelle Einordnen, das müssen andere machen, aber ich weiß, dass es der Popkultur, der deutschen Musikkultur sehr gut getan hat. Da ist ganz viel passiert und da haben wir, glaube ich, ganz viel angestoßen. Dass Viva ein wichtiger, großer Teil im kulturellen Gedächtnis ist und dass wir mit diese Klammer gestalten konnten, das macht mich schon stolz. Das ist für uns sicherlich auch ein wichtiger Punkt unserer Karriere gewesen, den Support von Viva zu haben. Ich glaube nicht, dass das so groß geworden wäre ohne Viva. Das ist etwas, was es, glaube ich, so noch nie gegeben hat und noch nie wieder geben wird. Das Lebensgefühl von damals war tatsächlich, Viva liebt dich. Oh. Ach, Kinderchen, das war eine Zeit. Du bist der Chef auf deinem Fest. Du bist der Boss, du bist der Held. Was kümmert dich der Rest? Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt.